So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu den Alaskan Truckers. Heute geht also unser Let's Play los. Vielleicht habt ihr gestern das angespielt gesehen und je länger ich gefahren bin und je länger ich ein bisschen gebastelt habe, auch wenn das Tanken ein bisschen holprig war, schaut gerne mal rein in das Video, holt euch einen Kaffee, schönes Getränk, geht 40 Minuten, lohnt sich aber meiner Meinung nach, weil es ein echter, authentischer Ersteindruck von mir war. Und heute legen wir quasi richtig los, wenn ihr wollt. Und wir gucken uns dafür zuerst einmal das Hauptquartier an und fahren dahin. Ah, das ist gar nicht weit weg. Dann machen wir das mal. Möchte er jetzt hier noch irgendwas von mir? Nö, oder? Gedrückt halten, um... Oh je. Um einen Auftrag anzunehmen. Schwierigkeit. Ja, das habe ich ja eingestellt. Finde ich aber auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Möchte eigentlich hier erstmal entspannt reinkommen, ob man dann den Schwierigkeitsgrad nochmal irgendwie innerhalb des Karrieremoduses verstellen kann. Das werden wir dann sehen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich stelle natürlich jetzt hier auf dem Gelände hier erstmal die Kamera so ein. Kann ich jetzt hier drehen? Nein, aber hier kann ich. Oh, da geht schon gut los mit mir. Obwohl, es ist ja Quatsch. Es ist nicht Quatsch, sondern das ist ja richtig. Ich muss den ja nicht ankoppeln. Wir fahren jetzt erstmal in unser Hauptquartier und gucken uns das Ganze mal dort an. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich den Hänger, den ich hier hingebracht habe, wieder ankoppeln muss. Ich poker jetzt einfach mal. Und wir fahren jetzt zuerst mal zu unserem Hauptquartier. Ja, Verkehr ist auch. Parkpräzision ist hier noch eingeblendet. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, ne, die ich auch gestern im Angespielt schon angesprochen habe. Das ist sicherlich jetzt hier nicht zielführend, wenn das noch hier steht. Ja. Ah, interessant. Okay, so viel zum Thema Streamer-Modus. Okay, lasse ich das Radio aus. Damit hat sich das schon beantwortet. So, wir fahren jetzt zum Hauptquartier. Und ich hoffe, dass es da auch irgendwas zu machen gibt. Ja, wisst ihr, was ich meine? Weil ansonsten hätte ich ja bei dem Kollegen eben schon den Auftrag annehmen können. Aber ich denke, es macht so oder so Sinn, sich das eigene Hauptquartier mal anzuschauen. Das ist ja auch nicht so weit weg. So, da fahren wir jetzt mal hin. Bisschen verregnet hier. Und deswegen haben wir natürlich jetzt hier auch die Scheibenwischer an. Ja, und die mangelnde Musik muss ich einfach mit meinem fantastischen Videokommentaren einfach übertünchen. Aber wie gesagt, auch das habe ich gestern gesagt. Ersteindruck macht echt Spaß. Es macht echt Spaß. Muss natürlich auch hier meinen Hunger und so im Auge behalten. So, wo ist jetzt hier eine Einfahrt hier? Nanu. Stehen hier etwa... Ach, das sind Briefkästen. Ich dachte, da stehen Leute. Anhalter. Sah erst so aus. So, das scheint dann meine neue Firmenzentrale zu werden. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah, dass das Parkpräzision noch dasteht, finde ich ein bisschen seltsam. Aber vielleicht hätte ich den Anhänger doch mitnehmen müssen. Ich kann es euch jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig sagen. Ich hoffe, dass man mich hier irgendwie jetzt auch an die Hand nimmt. Ah, okay. Willkommen im Hauptquartier. Okay, lasst mich mal kurz lesen.
Die Basis ist entscheidend für die Entwicklung Ihres Unternehmens. Mit der Zeit können Sie sie ausbauen. Cool. Klingt schon mal sehr gut. Dein Büro befindet sich im Hauptgebäude. Du kannst deinen Computer benutzen, um neue Einrichtungen zu bauen und zu verbessern. Du kannst ihn auch benutzen, um neue Parkplätze und Fahrzeuge zu kaufen. Okay. Investieren Sie in Werkstätten, damit Sie Ihre Lastwagen reparieren und anpassen können. Sie können auch Werkstätten in Städten nutzen, aber sie sind teurer. Okay. Hört sich gut an. Parke irgendwo und geh rein. Dann machen wir das mal. Mike Minger, der alte Trucker. Fetzt. So, okay. Was können wir denn uns jetzt hier mal anschauen? Ah. Habe ich auch hier? Ach, ich kann sogar springen. Wie geil. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Okay. Hätte ich jetzt einen Charakter sogar ändern können? Will ich aber eigentlich gar nicht. Okay. So, gehen wir mal an den PC. Benutzen. Dam, 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 dam. Ah, cool. Einen Ersatzmann anfordern. Alaskan Bank. Aufträge. LKW. Okay. Verstehe. Hauptquartier verwalten. Bauen für 10.000 Dollar. Werkstatt. Okay, verstehe. Anpassungswerkstatt. Parken. Reifenwerk. Das ist ja cool. Leute, das macht schon Laune. Sag ich euch jetzt schon so, wie es ist. Und Aufträge kann ich wahrscheinlich jetzt hier relativ frei annehmen, oder? Gehe ich jetzt einfach hier rauf? Wollen wir mal gucken? Da bin ich eigentlich hergekommen, oder? Erforderlicher Ruf. Wie kann ich denn jetzt hier die Aufträge filtern, die für mich schon machbar sind? Alles rot scheint so zu sein, dass ich das nicht fahren kann. Fleisch. Ah, hier sehe ich quasi drei Möglichkeiten. Ja, ich denke, den können wir doch jetzt einfach mal machen, oder? Aber wie kann ich den jetzt machen? Muss ich da erst hinfahren? Wahrscheinlich. So, da ist mein Ziel. Fungiere ich jetzt mal aus. Wartet mal. Nee, wir gehen nochmal raus. Aufträge. Genau. Und jetzt GPS. Dann kann ich da quasi hinfahren. Mein Ruf passt. Ja, seht ihr das? Also, das ist kein Problem. Wenn ihr jetzt hier seht, da habe ich wahrscheinlich nicht die richtigen Auflieger für. Das ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Ja, ich denke mal, alles, was so schwarz markiert ist, geht. Ja, hier das zum Beispiel. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel raufgehe, erforderlicher Ruf, Windkraftanlage. Fetzt. Okay, da fahren wir jetzt hin. Alaskan Bank würde mir Kredit geben, richtig? Wir versuchen es erstmal ohne. Wie ist mein Kontostand? 12.000, okay. Fetzt. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal unsere Trucker-Karriere. Ich hoffe, dass man dann mit Ersatzmann vielleicht auch meint. Mal schauen. Vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, dann auch mal jemanden parallel fahren zu lassen, wenn ich mehrere Fahrzeuge habe. Fragezeichen. Ist aber eigentlich jetzt auch erstmal nicht wichtig. So.
So, wir haben jetzt hier unsere Route. Und dann fahren wir dort mal hin. Mit unserem Alaskan Truck. Sehr, sehr cool, Freunde. Parkpräzision ist immer noch eingeblendet. Naja, nun gut. Ich hoffe, dass ich dort auch einen entsprechenden Anhänger dann bekomme, aber ich denke schon. Ich denke, dass man immer Anhänger je nach Auftrag bekommt und dann von A nach B fährt und die dann dort auch wieder abkoppelt. Ist jetzt mal meine persönliche Logik. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das kann ich natürlich nur hoffen. So, Scheibenwischer, sehr gut. Aufträge dürften jetzt auch gar nicht so weit weg sein. Das heißt, hier fahren wir jetzt mal rechts rum. Ah, schon nicht mehr so eine schöne Straße hier, wie ihr seht. Aber fetzt. Regeneffekte, ja, gehen eigentlich auch erstmal in Ordnung, finde ich. Ah, hier wird es dann mitunter schon schwierig, mit einem 30-Tonner durchzukommen. Das merke ich jetzt schon so ein bisschen. So. Sehr cool, Freunde. Sehr cool. Ich hoffe, das Shirt kann, wenn ich jetzt hier mal so fahre, aber so kommen wir ein bisschen schneller jetzt mal zurecht. So befahren ist die Straße jetzt nicht, wie wir hier auch alle sehen können. Tank ist noch ein bisschen... Oh, vielen Dank. Ich sollte vielleicht mal Licht anmachen. Habe ich eigentlich Licht an? Mal. Differential? Ah, okay, da kann man dann auch So, genau das wollte ich. Ja, das ist... Macht Spaß, es fetzt. Das ist ein griffiges Handling und nachvollziehbares. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. So. Müsst ihr dann demnächst doch mal was essen? So. Ach, da ziehen wir einfach rum. Wir sind ja viel schneller als der. Ach, da zeigt er mir sogar noch an links, wie weit der Auftrag weg ist. Was? Ich muss ja noch 40 Meilen fahren? Lass mich mal kurz schauen. Okay. Also wenn das 40 Meilen sind, wisst ihr, was ich meine? Dann ist die Karte nämlich doch gar nicht so klein, wie man so auf den ersten Blick denken könnte. Da sind nämlich schon einige Meter hier. Coole Sache. So, wir genießen einfach Alaska. Ah, Vorsicht, Wild. Ja, habt ihr das gesehen, das Schild? Sehr gut.
Auch immer wieder befahrene Straßen, durchaus sogar die hier. Das taugt mir. Sehr schön, sehr schön. Ah, da vorne gibt es gleich einen gewaltigen Linksknick. Den fahre ich mal so. Mensch, wie hat Thomas Tuchel mal zu den Bayern gesagt als Trainer? Ich bin schockverliebt. Ein bisschen erwische ich mich dabei, wie mir das bei dem Spiel auch gerade so geht. Das macht mir richtig Spaß. Ich hoffe, es bleibt dabei. Auch dieser Aspekt mit der Firma, wie man die ausbauen kann, wie wir eben schon so ein bisschen ansatzweise gesehen haben. Auftragsbeschaffung, später kann man bestimmt auch neue Trucks kaufen, die lackieren und wisst ihr, was ich meine? Und ihr müsst euch auch um Essen und Trinken für euren Fahrer kümmern. Das sind schon fetzige Argumente. Jetzt fahre ich hier auf dem Firmengelände rauf und müsste nach meiner Einschätzung... Ah, da ist dann auch die Person quasi schon eingeblendet. Ah, hier stehen schon an Auflieger bereit. Dann gehen wir da hin und dann werden wir uns jetzt mal einen Auftrag raussuchen. So hoffe ich, wird es gehen. Ah, dieses Rendering, ja, ist schon okay. Ja, natürlich auch schade. Ah, jetzt könnt ihr hier schauen. 1800, 3200. Fünf Stunden. Ja, wollen jetzt nicht zu viel machen. Nehmen wir den mal. Ja, ein bisschen schade, dass es hier keine... Ja, passt schon. Ja, klar. Dann muss ich jetzt natürlich den Auflieger ranbauen. Schade, dass das nicht mit kleinen Sprachsamples noch gemacht worden ist. Wenn die Leute hier miteinander interagieren, was weiß ich, herzlich willkommen. Sie möchten einen Auftrag, auch wenn es ganz einfache Sachen gewesen wären. Ich finde, hier verschenkt das Spiel atmosphärisch ganz verschenkt wirklich wenig. Aber hier verschenkt es ein bisschen Atmosphäre, ne? So zwischenmenschlich. Das, denke ich, hätte man schon machen können. So, jetzt müssen wir hier mal einparken. So. Ich hoffe, ich darf jetzt auch ankuppeln, ohne dass ich den Motor ausmachen muss. Werden wir gleich merken. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Liegt er nicht gut genug drauf? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das ist nicht präzise genug. Ich könnte ja mal das Auto ausmachen. Weiß ich jetzt nicht, ob das daran lag. Das werden wir gleich sehen. Glaube ich aber nicht.
spannend. Ich denke einfach, dass ich den Wagen besser ranfahren muss an meinen Hänger. Seht ihr das? Jetzt könnte ich es treffen. Jetzt könnte ich es treffen. Ja. Schon besser aus. Ah, wenn es grün wird. Sensationell, klar. Okay, okay. Ja, ist noch kein Trucker vom Himmel gefallen. Kann ich die Dinger jetzt hier hochkurbeln? Ich brauche doch hier so ein Werkzeug. Wisst ihr, was ich meine? Verkabelung verwalten. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das alles so gut funktioniert. Ne? Seht ihr das? Ich sehe jetzt nicht, was ich jetzt hier falsch machen würde. So, wir essen mal was. Okay. Okay, okay. Das war also eben meine Zentrale und muss ich eventuell irgendwie den Gegenstand jetzt noch ist natürlich auch cool gemacht hier, ne? Scheibenwischer, könnt ihr eigentlich alles nachlesen. Muss ich eventuell hier erstmal irgendwas laden? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja schon geladen. Was mache ich jetzt hier falsch? Aber ich müsste eigentlich hier an diese Verkabelung ran. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Okay. Ja. Okay, jetzt kommen wir der Sache doch langsam näher. Okay. Die Kabel sind angeschlossen. Na bitte, geht doch. Okay. Jetzt spricht eigentlich nichts dagegen zu fahren. Oh, sieht auch cool aus. Typisch amerikanisch hier. Stark. Ja gut. Den Scheibenwischer könnte ich vielleicht mal ausmachen. Es hat jetzt doch nicht mehr so viel geregnet. Obwohl, es ist noch ein bisschen verregnet. Okay. Licht ist dann hier. Klar, könnte ich auch über ein größeres Menü anmachen. Oder umschalten. So, Freunde, jetzt geht's los. Unser erster Auftrag, Freunde der Sonne. Ist gar nicht so riesig hier. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Fracht kaputt.
Nee, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ah, hier fahre ich mal lieber so, falls mir jemand entgegenkommt. Ah, Tank müssen wir im Auge behalten. Definitiv. Der quält sich hier ganz schön hoch, wie ihr sehen könnt. Oben, ja, die Straße ganz gut befahren, auf die ich gleich rauffahre. Sieht ja mal ganz nett aus. Boah, ich dachte schon, da kommt mir jetzt ein PKW entgegen. Das wäre jetzt hier schon eng geworden, klar. Ich dachte, jetzt haue ich das Schild um. Ich blinke natürlich hier vorbildlich, wobei das eigentlich gar nicht so richtig ja, ist das wichtig? Also ich sag mal, Fehler oder irgendwas werden dir dadurch nicht angerechnet, aber ist natürlich authentischer. So, jetzt seht ihr übrigens auch, ne, die Fracht oben rechts, ne, 100%, also noch unbeschädigt, was natürlich im Idealfall auch so bleibt. 4 Stunden 12, also ihr habt auch ein Zeitfenster zur Erfüllung des Auftrags. Ich kann mir schon vorstellen, dass es im Winter dann hier auch mal einen umgefällten Baum oder sowas gibt und dass ihr dann echt auch zeitlich in die Bredouille kommt. Da lasse ich mich mal komplett überraschen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es sowas in der Art geben wird, was natürlich dann einen Auftrag zeitlich doch nicht mehr planbar macht, sag ich jetzt mal. Aber wir wollen jetzt einfach den mal hier bei Nebel und überschaubarem Wetter hier fahren. Und solange das hier alles so funzt, hier kleines Biotop links, kleine Waldseen, seht ihr auch auf dem Navi unten links, sehr schön. Ja, dass Parkpräzision hier immer noch drin ist, ja, als Anzeige, was ja noch von meinem angespielt ist. Nicht so schön, aber ansonsten muss ich sagen, ist mir bis jetzt technisch relativ wenig Fehlerbehaftetes aufgefallen. Denke und hoffe, dass das auch so bleibt. Und bis jetzt habe ich hier ein echt gutes Spielerlebnis und mir gefällt es richtig gut. So. Ich bin mal gespannt, ob man denn hier auch mal, ne, wir hatten ja auch schon hier Rehe zum Beispiel gesehen als Schild. Bin ich echt gespannt. Ich habe jetzt interaktiv noch kein Wild irgendwo gesehen. Boah, das sind schon ganz schön wilde Straßen hier zum Teil, ne? Upsa, hoppala. Die wir hier fahren müssen. So, jetzt gönne ich euch und mir natürlich eine schickere Perspektive und dann fahren wir mal als Trucker durch Alaska. Oh. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Limit. Ja, wenn ich das jetzt mal einschätze, was ich jetzt hier gefahren bin von dieser Route, was ich noch im Tank habe und was ich noch fahren muss. Ich bin jetzt mal vorsichtig in meiner Schätzung, aber ich sage mal, das müsste ich eigentlich mit der Tankfüllung auf jeden Fall hinbekommen. Und verursacht natürlich dann auch ein bisschen weniger Stress bei mir. Ist ja auch klar.
weil ich mich dann jetzt hier nicht... Oh, 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 oh! Sag mal, wie fährt denn der hier lang, Kollege? Ein Wodka zu viel getrunken. Ja, sage mal. Bin ich ja froh, dass der mich mit seinem Pickup nicht gerammt hat. Sensationell. Sensationell eben, wie der da lang ist. Ich hab... Ihr könnt es euch ja nochmal anschauen. Ich natürlich jetzt hier nicht während der Aufnahme, aber... Okay. Jetzt kommen wir mal auf eine Art Schnellstraße, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Ich meine, klar, wenn ich eine Tankstelle sehen würde, würde ich es natürlich jetzt schon nutzen. Wäre ich ja blöd, wenn nicht. Ah, es wird ein bisschen frischer. Jetzt haben wir nur noch 50 Fahrenheit. Sehr schön. Seht ihr das, wie der mit dem Gewicht hier hochhechelt? Authentisch, gefällt mir. Ihr seht's. Ich glaube, da oben bin ich höchstens noch bei 15 Meilen. Schauen wir mal. Ist übrigens auch krass, die Uhrzeit, ne? Seht ihr das? Also die Zeit, die ich für den Auftrag habe. Ist zwar noch im grünen Bereich. Weiß auch nicht, ob das zu einer Bewertung oder Abwertung dann führt. Ich denke nicht. Ich denke einfach, wenn man es nicht in der Zeit selber schafft, gibt es vielleicht eine, ich sag jetzt mal, eine Art Vertragsstrafe oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ansonsten sollte das für so Aufträge selber... Hauptsache, man kommt irgendwie an. Sehr schön. Ah, von 200 Meilen haben wir fast 90 geschafft, sind also jetzt schon auf dem Weg, fast die Hälfte von unserem Auftrag geschafft zu haben. Sehr schön. Die Straße taugt mir natürlich mehr als die sumpfigen Straßen. Und ich denke, die Jahreszeiten werden natürlich dann auch Anpassung benötigen. Ne? Also ich sag mal, im Winter muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf schauen, wie es mir geht. Ne? Gerade, dass es vielleicht, dass mir kalt ist oder so. Ich denke, das Herz, da müsste ich tatsächlich nochmal lesen. Das ist wahrscheinlich, wie es mir temperaturtechnisch geht, würde ich vermuten. Energie wird wahrscheinlich sein, dass ich mich auch mal ums Schlafen gehen kümmern muss oder sowas. Bin ich selbst gespannt. Ich habe das noch nicht so ganz hundertprozentig gerafft, aber das werden wir schon alles rauskriegen, Leute. So, das können wir jetzt hier langsam mal abhaken. Dass es hier regnet. Haben wir jetzt wieder gutes Wetter. No, jetzt können wir natürlich hier nur hoffen. Ah, hier wäre jetzt eine Tankstelle, gell? Ah, ich tanke. Ich tanke, Freunde. So, das nutze ich jetzt einfach mal, dann habe ich weniger Stress. Er hat ja die vordere Dings eingeblendet, ne? Also müsste ich eigentlich an der hier jetzt auch entsprechend tanken können. 50 Gallonen müsste eigentlich relativ locker jetzt drin sein. Machen wir mal 75. Können wir schauen. Sieht cool aus, ne? Oh, das ging fix. Das ist jetzt ein bisschen schade, ne? Jetzt würde ich natürlich gerne sehen, wie voll mein Tank ist. Nicht erst beim Einsteigen. Das, klar, jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich jetzt hier auch natürlicher, dass man das ein bisschen lernt, dass man das ein bisschen einschätzen kann. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich auch okay. Aber würde das ein bisschen erleichtern. Aber hat natürlich dann auch wieder diesen Vorteil, ne, dass man
Es soll alles hier so natürlich wie möglich sein. Wäre mal interessant zu wissen, ob man das einstellen kann. Lebensmittel. Jetzt mal, holen uns mal, jetzt müssen wir uns mal was zu trinken holen, oder? Kann er nicht hier von dem Mist nur leben? Oh, schade. Zeitung kann ich mir nicht kaufen. Kann ich mir hier irgendwas kaufen? Schönes Bier? Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. Saft, klar. Wasserflasche. Leerer Platz. Ja, verstehe. Ich habe also auch nur hier. Ich kann jetzt nicht einfach horten, ne? Und dann hier 3 Jahre davon essen und trinken. Das ist eigentlich auch cool. Nehmen wir noch Saft. Bier bietet er mir nicht an. Das ist sehr schade. Tatsächlich. Energy Drink? Nee. Ich glaube, den Rest nehmen wir mit für. Ja, hier ist das Gleiche drin. Das ist okay. Jetzt gucken wir mal, was es hier an Lebensmitteln gibt. Das macht ja echt Spaß, Leute. Wirklich. Eine Instant-Suppe ungekocht. Dosenfutter. Chips. Ich glaube, bei den Lebensmitteln ist das jetzt auch nicht so weit, so breit. Seht ihr das? Also, wir sind zwar dann andere Sachen optisch drin, aber das finde ich jetzt grundsätzlich auch schon total in Ordnung. Da möchte ich mich jetzt auch nicht dran stören. Nee, cool aufgebaut. Ja, klar. LKW-Batterien. Hier noch einen schönen Snack sich holen. Bezahlt habe ich ja schon. Wird gespeichert im Hintergrund, sehr gut. Schwarzer Kaffee. 16% Energie. Oh ja, das nehmen wir. French für 3 Euro. Den trinken wir gleich vor Ort. Plus 3% Energie. Was habe ich denn damals 16 gelesen? So, den nehmen wir noch mit. Passt. Das ist ein Element. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Funktioniert auch, wie man sieht. Klar, sind jetzt nicht 100.000 unterschiedliche Lebensmittel. Aber das geht für mich total in Ordnung. Tank ist dreiviertel voll, das ist cool. Mal gucken, dass wir hier nichts ruinieren. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, Tank und vor allem auch auf sich selbst zu schauen, dass man immer. Ja, dass es einem immer gut geht, sag ich jetzt mal. Ja, das ist etwas, was in dem Spiel wichtig ist. Finde ich total klasse, dieses Element. Möchte jetzt gar nicht immer wieder dieses Hard-Survival-Elemente hier reinwerfen ins Spiel. Jein. Ich denke mal, Survival-Spiel ist ja noch dann doch irgendwie was ziemlich anderes. Aber dass man das auch mit beachten muss und nicht nur Aufträge von A nach B fährt, gibt dem Spiel einfach eine realistischere Komponente, ja, und das ist einfach richtig cool, Freunde. Das macht wirklich Spaß. So. 60 Meilen noch, Freunde, und dann haben wir unseren fürs Let's Play zumindest ersten Auftrag geschafft. Ich freue mich. Guckt mal, hier rechts ist ein Fluss. Alaska, schon sehr schick alles dargestellt. Mich würde mal noch interessieren, aber das kann man sicherlich in den FAQs hier auch lesen. Oh, schöne Brücke hier. Schaut mal nach links, nach rechts. Hier fließt ein schöner Fluss durch. Wow. Schade ein bisschen, dass ich euch nicht Musik präsentieren kann. Stand da hier am Anfang, Streamer-Modus, also quasi Leute, aufpassen, bitte kein Radio.
und keine Musik laufen lassen. Ja, sehr schade, aber ist halt so, wie es ist. So, jetzt gehen wir nochmal in die Cockpit-Perspektive. Es macht so Spaß, Leute, es macht so Spaß. 22 Uhr haben wir es mittlerweile, 50 Grad Fahrenheit. Bin ich ganz sicher, ich hätte jetzt spontan gesagt, 40 Fahrenheit ist dann bei uns plus minus null. Das heißt, wir hätten hier 10 Grad, Fragezeichen. Aber das kriege ich natürlich raus, ist auch klar. 25 Meilen noch bis zum Ziel. Uhu. 45, ich glaube, es sind 55 erlaubt. Genau, das kriege ich mit dem Auto gar nicht hin. Ja, davon mal ab. Oh, jetzt wird es ein bisschen städtischer hier. Schön. Du entdeckst Nenana plus 100 XP. Okay, cool. Sehr, sehr cool, Freunde. Ah, ich kann jetzt hier rumfahren, okay. Das machen wir natürlich auch. Schön aufpassen. Ladung hat noch 100%, das ist gut. Okay. Ah, es ist halt KI, die natürlich hier nicht aufs Schilder guckt, sondern die auf Abstand programmiert ist. Das sieht man immer. Aber ich sag jetzt einfach mal, sie sind truckerfreundlich. Sie lieben es und lassen mich daher auch vor. So, Freunde, wir haben gleich hier unseren Auftrag von A nach B gefahren. Klingt trocken, war es aber im wahrsten Sinne des Wortes in vielerlei Hinsicht nicht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wow. Das Game macht enorm Spaß. Komme ich nie auf das Gelände rauf? Da ist eine... naja, da ist die Parkbucht. Das ist, ach, hier ist der Alter. Das war gar nicht zu sehen so richtig. Oh, das könnte knifflig werden. Holy moly. Stark. Stark. Sehr, sehr stark. Cool. Drei Sachen glänzen. Wo darf ich jetzt hier parken? Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Menschen hin. Vielleicht gibt der mir einen Hinweis, weil hier blinken ja drei Sachen und ich möchte eigentlich hier nicht dreimal versuchen einzuparken. Mal schauen, ob er mir was sagen kann. Stelle den Anhänger an einem beliebigen verfügbaren Frachtdock an. Diesen. Ah, okay. Habt ihr gesehen? Ich darf mir das quasi aussuchen. Dann nehme ich das natürlich nicht. Dann nehme ich den da vorne, weil da kann ich quasi mehr oder weniger fast gerade von hier reinfahren. Das nehmen wir. Das taugt mir. Hup, hup. Der große da hinten wäre natürlich auch prädestiniert. Nimmt das mir gar nicht ab, seht ihr das?
wartet mal. Das versuche ich natürlich jetzt auch zu lösen. Ich hoffe, dass das natürlich jetzt nicht das Problem ist, dass die Parkpräzision verbuggt ist, die Anzeige, weil das trage ich ja noch vom Angespielt hier hinter mir. Oder soll ich es doch hier hinstellen? Ich hoffe, er gibt mir jetzt nochmal einen Hinweis. Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber ich hoffe, wir werden dieses Problem noch lösen können. Ah, hier seht ihr es. Seht ihr? Genau andersrum muss ich ihn hinstellen. Ich habe das hier gar nicht gesehen, dass das für die Zugmaschine auch markiert war. Okay, dann bin ich da quasi falsch reingefahren, deswegen hat das nicht genommen. Aber eigentlich hätte er meiner Meinung nach hier diesen Platz auch nehmen müssen, weil warum bietet er mir an? Aber wir machen noch kurz eine Korrektur sozusagen. Dann machen wir das halt. Und fahren von der anderen Seite ran. Kommen wir hier rum? Ja, oh, der hat einen coolen Wenderadius. Haben sie also auch nicht zu strange gemacht. Ich meine, klar ist das hier von den Werten her realistisch. Aber man kommt schon gut rum. Das meine ich halt. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt hier keine verbuggte Parkanzeige haben. So, er hat zumindest mal ein gutes Geräusch gegeben. So, ich würde jetzt sagen, ich stelle das hier einfach hier ab und dann hoffe ich, dass das passt. Anderes kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Na, ich sag euch das mit der Parkpräzisionsdings. Steht aber eigentlich gut drin. So. Ich hoffe, dass wir das Problem jetzt gelöst haben. Ansonsten würde ich hier wahrscheinlich jetzt noch alleine rumbasteln, weil hier scheint was mit dieser Parkpräzisionsanzeige ein bisschen verbuggt zu sein. Ich hoffe, dass er mir jetzt den Auftrag abnimmt. Ja! Oh, Glück gehabt. Wirklich. Ich habe schon gedacht, oh Mann, jetzt hängt er hier. Sehr gut, Leute. Wir haben unseren ersten Auftrag abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Ja, und von hier könnte ich jetzt natürlich dann hier auch noch einen weiteren Auftrag annehmen. Das werde ich mir mal jetzt offen halten, aber hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns zeitnah zur nächsten Folge, versteht sich doch wohl von selbst. Mir macht Spaß, ich hoffe euch auch. Und wie gesagt, Alaskan Truck mit Mike Minga. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.